Danke für alles. Ja, genau. Danke ist die wichtigste Botschaft an einen Partner oder eine Partnerin, die uns emotional an den absoluten Tiefpunkt unseres Lebens gebracht haben. Das Ausmaß an Entwürdigung, Verzweiflung und einem Wechselbad extremer Gefühle ist mit Worten schwer zu beschreiben. Du hast mich aufgebaut, nur mich fallen zu lassen. Du hast mich in Sicherheit gewiegt, um mir mit voller Wucht das Ausmaß der Gefahr vor Augen zu halten, in die ich mich freiwillig begeben habe. Eigentlich sollte ich den Tag verfluchen, an dem wir uns begegnet sind. Doch ich tue es nicht. Heute, Jahre später, blicke ich auf die Zeit mit dir zurück, wie auf Jahre in einem Hochleistungstrainingscamp. Als glücklicher, aber naiver und durch unsicherer Mensch habe ich dort angeheuert und mich verzehrt nach deiner Aufmerksamkeit und dem, was ich für Liebe hielt. 3 Jahre später war ein Häufchen Elend alles, was von mir übrig geblieben war. Keine Freunde mehr weit und breit, die mochtest du ja nicht. Und kein Funken Selbstwertgefühl. Nichts war dir gut genug an mir. Alles war falsch und genügte deinen hohen Ansprüchen nicht. Du hast mich emotional am ausgestreckten Arm verhungern lassen und mir trotzdem kaum eine Chance gegeben, von dir fortzukommen. Damals warst du der Antichrist für mich und das personifizierte Böse. Ich wähnte mich in eine Beziehung gelockt unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und mit der Aussicht auf Glück zu zweit. Die Vorzeichen waren perfekt gewesen. Wir hatten so viel gemeinsam. Deine Geschichten fand ich faszinierend und erfrischend anders. Nur leider habe ich dir nicht zugehört. Heute, Jahre später, weiß ich, du hast mir nichts versprochen. Du hast mir auf den Kopf zugesagt, dass du keine Beziehung möchtest und in keiner deiner früheren jemals treu warst. Hätte ich dir nur geglaubt und die Worte auch gehört, die über deine Lippen kamen. Wie heißt es so schön? Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Wahrheit muss man auch wahrhaben können. Wenn ich an all die Warnzeichen denke, die damals ständig am Wegesrand aufgetaucht sind, könnte ich mich heute noch ohrfeigen. Was ich als größte Täuschung aller Zeiten erlebt habe, kommt mir heute nämlich genau umgekehrt vor. Die Wahrheit lag die ganze Zeit über vor mir. Ich wollte sie nur nicht wahrhaben. Ich habe also in der Folge alle Fehler gemacht, die ein Mensch auf der Suche nach Liebe nur machen kann. Ich habe mir vieles schön geredet. Ich habe böse Kommentare als Scherz abgetan. Ich habe es zugelassen, dass du meine Freunde und meine Familie kritisierst und schlecht machst. Ich habe an mir als Mensch gezweifelt. Ich habe mich von deinem laschen Verständnis von Moral und Pflichtgefühl anstecken lassen und mir so eine gute Chance vertan. Das Einzige, worauf ich mich bei dir verlassen konnte, war, in regelmäßigen Abständen gegen eine Wand aus Ablehnung und Kälte zu rennen. All das habe ich dir nach unserer mühsamen Trennung übel genommen. Heute weiß ich, dass ich diejenige war, der ich all diese Entgleisungen hätte ankreiden müssen. Wenn ein Mann sagt, dass er dich nicht will, oder wenn, dann nur zu seinen Bedingungen, sollten wir ihm glauben. Wir sind nicht die großartige letzte Frau auf Erden, für die er seine Meinung ändern und plötzlich vom faulen Apfel zum strahlenden Ritter werden möchte. Er hat eine klare Vorstellung vom Leben und diese verfolgt er konsequent. Wir sind vielleicht eine ganz praktische Randnotiz, die sich augenblicklich gut und bequem in sein Leben einfügt, mehr aber nicht. Diese brutale Wahrheit dürfen wir nicht ausblenden zugunsten einer verzweifelten, romantischen Agenda, der wir stur bis ins Verderben oder eben bis in die emotionale Vernichtung folgen. Es lag nicht an dir, es lag an mir. Männer oder Partner generell, die uns emotional am absoluten Tiefpunkt zurücklassen, haben oft nur bedingt Schuld daran. Wenn sie uns nicht gerade schlecht behandeln, belogen und betrogen haben, liegt der Grund für das Dilemma, in dem unser Herz sich am Ende seiner Kräfte befindet, möglicherweise bei uns. Wunsch und Wirklichkeit stimmen in den wenigsten echten Beziehungen überein. Wir sind so geblendet von Hollywood-Klischees und den verlogenen Bilderwelten sämtlicher Social-Media-Plattformen, dass wir das Wichtigste in dieser Gesamtgleichung vergessen: den Faktor Mensch.
Kein Mann kann im echten Leben mit der romantischen Fiktion mithalten, die übrigens zum überwiegenden Teil von Frauen für Frauen zu Papier gebracht wird. Bedient wird hier unsere Sehnsucht nach dem perfekten Kerl, der uns auf Händen trägt und uns alle unsere Wünsche von den Lippen abliest. Sagt dieser Kerl dann im echten Leben aber Dinge wie: Ich habe keine Lust, dich am Wochenende zu sehen, oder Urlaub ist nicht so mein Ding, und rügt er dich, weil du am Mittwoch schon wissen möchtest, ob ihr euch am Wochenende seht, ist das nicht schön. Es ist aber, seien wir ehrlich, sein gutes Recht, so zu denken und zu fühlen. Das Problem liegt hier ganz klar am anderen Ende. Das bedeutet nicht, dass wir uns damit zufrieden geben sollen, im Gegenteil. Wenn ich heute darüber nachdenke, wäre die richtige Lösung wohl gewesen, mir zu denken: Okay, wir wollen anscheinend ganz verschiedene Dinge, also tschüss. Um das zu erkennen, hätte ich nicht 3 Jahre meines Lebens verschwenden und so lange warten müssen, bis der Groschen endlich fällt. Doch die meisten Frauen in meiner Lage hätten dasselbe getan. Warum? Weil wir nicht aufgeben wollen, nur weil es nicht perfekt ist. Weil wir wissen, dass keine Beziehung jemals perfekt sein wird. Weil wir hoffen, dass es besser wird. Und weil wir überzeugt davon sind, uns nicht so gewaltig irren zu können. Ein kleines bisschen vielleicht, aber doch nicht völlig, oder? Wir klammern uns dann an jeden Strohhalm. Bringt er uns einmal Blumen mit, sind wir völlig aus dem Häuschen wie das hässliche Entlein. Dass er dafür nie zur Stelle ist, wenn wir Hilfe bräuchten oder echte Pläne mit uns schmieden möchte, vergessen wir dank einer kleinen Pflanzenspende von der Tankstelle im Handumdrehen wieder. Wir Frauen müssten viel früher im Leben lernen, unsere Ansprüche nach oben zu schrauben. Lektion 1 im Kindergarten oder bald danach, jedenfalls sehr früh, müsste sein: Es ist in Ordnung, allein zu leben und als Single durchs Leben zu gehen. Lektion 2 sollte lauten: Eine Beziehung ist wie ein Handschuh. Sie muss auf Anhieb passen wie angegossen. Oder es zwickt und zwackt auf ewig. Wohlfühlfaktor ausgeschlossen. Lektion 3: Ein Mann muss uns glücklicher machen, als wir es ohne ihn wären. Dreht sich dieses Verhältnis in die verkehrte Richtung, was öfter der Fall ist, als man meinen könnte, sind wir ohne ihn fraglos besser dran. Ich wünsche dir was. Alles Gute und ein schönes Leben würde ich dem Mann, der mich emotional zerstört hat, wünschen. Ohne dich wäre ich nicht stark geworden. Ich wüsste bis heute nicht, was ich vom Leben und von der Liebe erwarten kann. Ich wäre mit dir weit hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben und mein Horizont würde an deinem Tellerrand enden. Ohne dich wüsste ich nicht, wie leicht man falschen Ideologien folgen kann, wenn man nicht auf sein Herz, seine innere Stimme und seine Freunde hört. Danke für nichts und danke für alles. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.